Hallo, mein Name ist Vicky Michalke und wir machen heute hier bei uns im Stall in Dachsau ein Trainingsvideo mit meinem 5-jährigen Brit-Pferd Dwayne. Und ich werde euch ein bisschen zeigen, wie man so anfängt mit den jungen Pferden, wenn die auch mal ein bisschen heißer oder ein bisschen spanniger sind. Und ich hoffe, ihr könnt was mitnehmen. Gerade wenn es so mal eine Woche regnet und man die Pferde einfach länger drinnen reiten muss, habe ich die Erfahrung gemacht, gerade mit jungen Pferden, die so ein bisschen frischer sind und alles entdecken und so, dass wenn ich die erste Spannung raus habe und die einfach ein bisschen löse vorher, die sich erstmal nur auf mich konzentrieren, dass ich mir draußen einfach ein bisschen leichter tue, dass ich nicht irgendwelche Situationen provoziere, die gar nicht sein müssen, wo die Pferde Angst kriegen, sondern ja, wenn die einfach schon so ein bisschen sich bewegt haben, ist es also für den Reiter einfach einfacher. Mir ist es wichtig, dass man immer die Vorwärtstendenz hat, also nicht zu früh Versammlung. Immer das Wenn eher ans Ende der Stunde packen, wenn sie einfach ein bisschen müde sind. Aber ganz wichtig ist wirklich Hauptsache nach vorne, weil die müssen sich bewegen, die müssen ihre Bewegung entfalten können und möglichst immer alles schön nach vorne anlegen. Als ich das Gefühl hatte, so die erste Power ist erstmal weg, dann beginnt das Gleiche eigentlich draußen wieder. Das Pferd sieht irgendwas, also gerade Dwayne ist so einer, dem kann man nichts verheimlichen, der entdeckt alles. Aber es ist einfach eine gute Übung. Jetzt war ja heute so, dass ein Kameramann da war, mal eine neue Situation. Das ist, wenn es zu Hause was Neues ist, auch immer noch mal schwieriger. Das Pferd sieht irgendwas, also gerade Dwayne ist so einer, dem kann man nichts verheimlichen, der entdeckt alles. Natürlich muss das Pferd dahin gehen, wo ich möchte, aber das muss, wenn das nicht kennt, nicht sofort machen und einfach mit Vertrauen versuchen, an die Situation ranzugehen und dem Pferd das Gefühl geben, es passiert nichts. Also auch wenn jetzt mal einen Tag ich nur außen rum reite und nur galoppiere, bis ich das Gefühl habe, er lässt ein bisschen los, dann ist das so, ne? Am Ende gibt das Pferd vor, in welche Richtung es geht. Ich habe das Gefühl, dass wenn man dann einfach mal antrabt und versucht, das Pferd ein bisschen zu beschäftigen und sagen, so, jetzt konzentrieren wir uns und wir bewegen uns und wir gehen da so langsam in die Richtung und das versuchen, positiv zu vermitteln, dann klappt es meistens. Erleben Sie, wie es Viktoria Michalke gelingt, Dwayne mit der Kamera vertraut zu machen, in der zweiten Folge der Trainingsstunde zum Thema Gelassenheit.